Heute wollen wir mal die Monatslegung für den Dezember machen. Dafür habe ich hier wieder meine Aloha-Karten, das Mermaid-Tarot, das Leitsies-Tarot und das Orakel der Krafttiere. Ja, es gibt im Grunde eine Hauptlegung und eine Folgelegung. In der Hauptlegung werden wir den ersten Teil der Legung machen und in der Folgelegung im Extended, ne, da findest du den Link wieder unterhalb des Videos oder am Ende des Videos, werden wir dann nochmal in die Klärung gehen und es gibt ein Krafttier für dich, was dich in diesem Monat begleitet. So, na dann, gucken wir mal. Ja, wir hatten ja jetzt am 27. November den Vollmond im Zwillinge und da ging es um Kommunikation. Ich bin gespannt, was ihr mir berichtet, was ich jetzt klären durfte, was ich jetzt verwandeln darf. Wir haben ja noch diese Neumondphase vom Skorpion bis zum Neumond 13.12. Und zwar haben wir dort den Neumond im Schützen und diese Phase dürfte einigen neuen Tatendrang geben, neue Kraft, neue Visionen und ja, Fokus, neuen Fokus setzen. Schütze-Energie ist immer sehr positive Energie. Das ist, da kommen die Dinge in Bewegung, da fangen neue Projekte an. Also das ist im Grunde im Tarot die Stabenergie, wo es ums Tun, ums Schaffen, ums Anpacken geht und wo man was Großartiges aufbauen kann. Ja, meistens sind das irgendwelche neuen beruflichen Projekte oder dass man privat vielleicht Dinge jetzt anpackt, die lange in der Stagnation sich aufgehalten haben. Ne? Ja, wir haben dann am 27.12. den Vollmond im Krebs. Und Krebs ist auch so die Energie des Wagens im Tarot. Da geht es halt auch vorwärts. Ne? Also wir haben mit Schütze, also dieser Stabenergie vom Schützen und der Krebsenergie haben wir eine Vorwärtsenergie. Ne? Krebsenergie kann auch die Energie des Rückzugs sein und der Neuausrichtung. Also du musst mal schauen, aber ich denke, mit dem Einfluss vom Schützen vorher wird es darum gehen, dass der Schütze quasi erstmal sein Ziel, ne, anversiert. Und dann im Grunde mit der Krebsenergie vorwärts prescht. Also ich denke, dass wir sehr positiv profitieren werden von dieser Energie. Natürlich immer so ein bisschen die Gefahr, dass Dinge zu schnell, überhastet angegangen werden. Also bedenke die Dinge gut, lasse die Zeit, die die Dinge halt brauchen. Und ja, da ist auch Feuerenergie. Ne? Also es ist auch sehr viel Leidenschaft und sehr viel Enthusiasmus und auch so eine gewisse Aggressivität kann da drin sein. Im negativen Fall eine gewisse Verantwortungslosigkeit. Also man muss halt abwägen und gucken, ist das dann im Sinne aller Beteiligten, führt das zu einem guten Ziel? Was möchtest du denn hinten raus, was soll hinten bei rauskommen? Ne? Und nicht jetzt aus einem gewissen Egoismus heraus da handeln, sondern wirklich immer abwägen. Wenn nicht, schreib dir Pro-Kontra-Listen, wenn es hier Entscheidungen zu treffen gibt, vielleicht auch in der Zeit, ne? Jo, so viel erstmal zu den Mondphasen. Dann können wir ja hier mit der Legung beginnen. Hallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zur Dezemberlegung für Sternzeichen Waage. So, die legen wir beiseite. Das ist das Mermaid-Tarot. Ich hoffe, euch geht's gut, ja? Wir wollen mal schauen, welche Botschaft die geistige Welt hier nun für uns hat. Herzlich willkommen auch an alle neuen Abonnenten und alle neuen Mitglieder. Finde ich toll, dass ihr euch dafür entscheidet. Alle die, das noch nicht mitbekommen haben, ihr könnt in der Mitgliedschaft Stufe 2, das sind die Fans, da könnt ihr alle weiterführenden Readings uneingeschränkt euch anschauen, auch für die anderen Sternzeichen, egal für welchen Zeitraum und das werbefrei, nur mal so nebenbei, ja. Ja, auch vielen lieben Dank für eure positive Rückmeldung und Likes und Weiterleiten. Das freut mich natürlich mega. So. Oh, hier ist ja richtig was los bei euch. Was ist denn bei euch los? Sag mal. Das ist doch schön. Carla, die Freiheit. Alles ist möglich. Es gibt keine Grenzen. Alles ist fließend mit allem verbunden. Sei frei, sei brillant. Oh, das sieht gut aus. Der lange Atem. Ja, hier ist viel Geduld. Wir haben zwei Karten, die auf Geduld und Ausdauer hinweisen. Geduld zu haben bedeutet, der Schöpfung zu vertrauen. Sei geduldig mit dir und anderen. Ja, und hier haben wir nochmal die Geduld und Ausdauer. Jetzt ist der Augenblick der Kraft. Was ist jetzt? Sei also jetzt im Hier und Jetzt, ne, präsent. Bleibe dran und vertraue einfach. Die Dinge werden dann sich auch zeigen. Ne? Wir haben ja so einen Ochsen.
Das sind ja so die Tiere, die unermüdlich arbeiten können. Die wurden ja auch als Arbeitstiere eingesetzt. Und darum geht es jetzt wirklich, dir deine Kräfte auch einzuteilen und daran zu glauben, dass alles möglich ist. Ja, es gibt hier, wie gesagt, keine Grenzen. Und wir haben jetzt auch diesen Frieden, ne, der mit dieser Taube hier gezeigt wird. Ich versuche dir das mal so in die Kamera zu halten, dass du dir vielleicht einen Screenshot machen kannst. Warte mal, wir müssen das nacheinander machen, weil sonst spiegelt das so. Nummer 1. So. Nummer 2. Okay. Und Nummer 3. So. Dann packen wir die mal hier rüber. Lasst es mich mal wissen, um was es hier bei euch geht. Ihr scheint hier vielleicht einige Projekte zu haben, die ihr noch fertig machen wollt oder vielleicht Dinge, die ihr fürs nächste Jahr anschiebt oder seid ihr in den Weihnachtsvorbereitungen? Was ist hier los? Warum müsst ihr noch Geduld haben? An was arbeitet ihr gerade? Was beschäftigt euch gerade? Vielleicht können wir uns da auch ein bisschen austauschen. Das würde mich ja sehr freuen. So, los geht's. Ich klicke aus. Mach das gleich schick. Ich lege sie nur erstmal hin. Voilà, so. Ja. Düdüm, düdüm. Und wir gucken, was unterm Kartenstapel sich befindet. König der Kelche, starke Emotionen, kann eine Person im Wasserzeichen sein, mit der du es zu tun hast, die dich vielleicht etwas herausfordert oder eben starke Emotionen. Der König der Kelche könnte, wenn es ein Sternzeichen darstellt, ein Fische, ein Krebs oder ein Skorpion darstellen. Vielleicht hast du es damit gerade zu tun. Oder dein Herzensmensch, das muss jetzt nicht eine männliche Person sein, das zeigt halt erstmal nur eine Person an, die sehr dir am Herzen liegt oder mit der du auf emotionaler Weise sehr stark verbunden bist. Vielleicht geht es auch gerade um eure Beziehung. Und wir haben hier das Glücksrad. Also es das heißt eigentlich das Rad des Schicksals, aber ich nenne es das Glücksrad, weil es immer für positive Wende sorgt. Oder eine natürliche Weiterentwicklung. Ja, es geht auch immer um das Weiterentwickeln. Und wir haben die Liebenden. Also es ist hier scheinbar geht es hier um eine Herzensentscheidung, um eine Herzensverbindung, vielleicht auch eine Kommunikation, die hier stattfindet. Ja, vielleicht hast du ja auch einen Menschen, wo du das Gefühl hast, dass ihr quasi wie Zwillinge miteinander verbunden seid. Deswegen sagt man auch, dass die Karte der Seelenpartnerschaften, der Seelenverwandten, ja, das muss jetzt nicht unbedingt auf Liebesebene sein, aber du hast hier in irgendeiner Weise vielleicht einen Menschen, mit dem du sehr verbunden bist. Und das Rad des Schicksals sagt, dass etwas, was sich bisher in eine bestimmte Richtung entwickelt hat, jetzt quasi die Richtung auch ändern könnte. Demnach geht es vielleicht auch um das Zurückkehren. Ich weiß nicht, wir haben hier Hierophantenenergie, das ist die Energie von Glaubensmustern. Ja, auch alles, was mit deinem Glauben zu tun hat und mit deinen festen Partnerschaften, auch Ehe wird damit signalisiert. Der Hierophant, der erteilt quasi den Segen für etwas und den Schutz. Schutz und Segen. Okay, also um diese Verbindung scheint es hier zu gehen. Vielleicht hast du da Mühe, irgendeiner Weise eine Herzensentscheidung zu treffen oder es packt dich emotional in irgendeiner Weise wer. Hier haben wir Ass der Münzen. Das sind große Lebenschancen, die hier gezeigt werden, aber kann auch für materielle Dinge gehen. Vielleicht müssen hier gewisse Dinge geklärt werden oder bereinigt werden. Wir werden mal reinschauen, was sich hier jetzt zeigt. Denn irgendwas scheint ja hier mit Geduld und Spucke herangegangen zu werden oder sollte man reingehen. So, die ganze Legung fängt hier mit den Sechs der Stäbe an. Die Sechs der Stäbe steht für Anerkennung, Wertschätzung, aber eben auch über etwas hinwegkommen, einen kleinen Sieg in irgendeiner Weise einfahren. Ich lege mal erstmal aus. Wir gucken uns das mal hier an, weil ich finde, es lässt sich immer viel, viel besser deuten. Also ich kann jetzt auch jede einzelne Karte und mutmaßen, ne? Und dann schlussendlich zeigen die restlichen Karten aber, dass es was ganz anderes ist. Und damit wir hier konkreter werden, lege ich es erstmal aus. So, in der Mitte haben wir die Sechs der Kelche, was auf eine gewisse Verspieltheit hinweist, vielleicht auf Themen, die um die Kinder gehen oder um eine Thematik aus deiner Vergangenheit. Vielleicht auch ein Mensch aus der Vergangenheit, vielleicht auch ein Seelenpartner, die deutet man mitunter nämlich auch als Seelenpartnerschaft. Und wir sehen ja schon hier, dass wir hier
sehr viel Schwertenergie haben, insgesamt im Deck. Ne? Also hier haben wir die fünf, nee, vier der Schwerter, hier haben wir die sechs der Schwerter und hier haben wir die fünf der Schwerter. Also es scheint in irgendeiner Weise auch sehr herausfordernd zu sein. Ich sehe ja auch, dass es hier Verletzungen gab, Dinge, die nicht so schön gelaufen sind, wo hier jemand in einem Heilungsprozess ist. Ich sehe aber auch, dass hier jemand in einer Übergangsphase ist und die Dinge, also sich da rausarbeitet, wieder zu Kräften kommt, etwas überwindet, ja, denn mit den sechs der Stäben und den sieben der Münzen ist es wieder, man hat etwas überwunden, man hat hier, ist wieder, wie soll ich denn sagen, oben auf, ne? Und hat hier in irgendeiner Weise auch Gehör vielleicht erhalten oder du wurdest hier in irgendeiner Weise wahrgenommen oder gesehen oder hast jemand anders hier auch Wertschätzung entgegengebracht. Und mit den sieben der Münzen kann jetzt hier etwas ins Wachstum kommen. Hier ist man vielleicht auch in freudiger Erwartung auf etwas, auf ein Ergebnis. Hier konzentriert man sich auf in irgendeiner Weise auf etwas, was dir als sehr wertvoll erscheint. Hier sehen wir ein Paar, was im Grunde die Geburt des Kindes erwartet. Ne? Man sieht hier, dass man dabei ist, im Grunde eine feste Partnerschaft, eine Familie zu gründen. Und so kannst du vielleicht auch irgendein Projekt haben, wo du was in die Fülle bringen möchtest, wo du was in die Vollendung bringen möchtest. Und da jetzt auch Prioritäten setzen muss, neue Prioritäten vielleicht setzen muss, Entscheidungen, so wie das Pärchen, ne, was ein Kind erwartet, da stecken ja, da hängen ja dann auch immer ganz viele Entscheidungen mit dran. Ne? Man hat vielleicht vorher andere Prioritäten in seinem Leben gesetzt. So, und jetzt ist der Fokus eben mehr auf etwas, was vielleicht noch in den Kinderschuhen steckt. Ne? Könnte auch sein. Worum es genau hier geht, wir haben ja hier, bleiben wir mal hier, fünf der Schwerter und fünf, nee, vier der Schwerter, ich weiß nicht, warum ich immer fünf der Schwerter sage, weil die haben wir hier, hier sind die vier der Schwerter. Von vier der Schwerter auf fünf der Schwerter nehme ich so wahr, dass es hier darum geht, sich aus Konflikten rauszuhalten, sich zurückzuziehen, sich die Ruhe zu gönnen. Hier, das ist auch so die Meditationskarte und mit dem Mond zusammen geht es hier ganz stark darum, deine Intuition zu folgen, auf deine innere Stimme zu hören und nicht so in die in diese Konflikte reinzugehen, sondern eher den Frieden in sich zu finden. Das hatten wir doch auch irgendwo, oder? War das nicht hier auch? Weiß ich jetzt nicht. Irgendwie ist mir gerade so mit dem Frieden. Ach so, wir hatten ja hier die Friedenstaube, genau. Dass du für dich im Grunde deinen inneren Frieden hier findest und eine Klarheit in dir findest, weil vielleicht gibt es noch Thematiken, die nicht ganz klar sind. Du hast zwar vielleicht irgendwas überwunden, aber vielleicht ist dir noch nicht ganz klar, wie es jetzt weitergeht und du musst noch mal darüber nachdenken, vielleicht noch mal eine Nacht drüber schlafen, wie du dich hier vielleicht auch entscheiden wirst, falls es hier Entscheidungen gibt, die anstehen, was wir ja mit den Liebenden haben. Das sind so die Herzensentscheidungen auch. Mit dem Mond könnte es auch darum gehen, dass der Mond im Grunde hier Schattenthematik nochmal aufzeigt, dass es hier nochmal Dinge gibt, die aus der Tiefe deiner Seele gesehen werden wollen, ja, hier anerkannt werden wollen, dass du deswegen nochmal in eine Phase des Rückzuges gehst, dass gewisse Dinge dann eben nochmal bewusst werden. Der Mond steht eben auch für Sternzeichen Fische, aber ich nehme das hier nicht unbedingt als eine Person wahr, sondern eher um die Dinge, die so subtil sind, die noch momentan nicht so greifbar sind. Vielleicht auch Ängste, Sorgen, Kummer, Blockaden, irgendwas, was dich selber vielleicht auch blockiert. Vielleicht hast du hier wirklich, ja, der Mond ist sehr tiefgreifend. Ne? Das ist eine wirklich, hier ist ein Mensch wirklich mit der Essenz seiner Seele verbunden, sage ich es mal so. Also man ist im Grunde sehr emotional, sehr nah am Wasser vielleicht auch und deswegen auch so wichtig, sich hier ein Stück weit abzugrenzen und bei sich zu bleiben, sich eine kleine Pause zu gönnen, auch zur Ruhe, diese Ruhepausen zu gönnen. Das, was du hier jetzt gerade quasi der Prozess, in dem du steckst, ne? Wir haben zweimal den Hinweis auf langen Atem, Ausdauer und Geduld. Ich lese dir das mal vor, damit du weißt, warum ich das so betone. Hätte ich ja sowieso gemacht, mal davon abgesehen. Also lass dich ja hier nicht so hängen. Warte mal, Mana, du musst die erstmal wieder finden. Meine Güte, meine Augen, die werden echt immer schwieriger hier. Mana war. Hier haben wir es. Hier und jetzt 22.
Jeder Augenblick entsteht neu, jeder Tag ist ein Geschenk des Lebens, unbeschrieben, frisch und frei. Jetzt in diesem Moment kannst du glücklich sein, entscheide dich einfach dafür. Gestern ist vorbei, morgen ist noch nicht da. Darum lasse die gegenwärtige Kraft der Liebe den Augenblick formen. Jetzt, selbst wenn du in alte Muster rutscht, hast du immer wieder die Möglichkeit, dich daraus zu lösen. Gib nicht auf, bleibe dran. Der Atem Gottes ist ewig. Mit einem langen Atem kannst du alles schaffen. Und das finde ich ja wieder interessant, ne? Denn ich lese ja nicht die Karte der lange Atem vor, sondern ich lese die Karte Manava, Ausdauer, Geduld vor. Eine kleine Übung. Schaue dich an dem Ort, an dem du dich aufhältst, um. Nimm alles wahr, was rot ist. Dann nacheinander alles, was orange, gelb, grün, blau, violett, schwarz und weiß ist. Was hörst du gerade in dem Raum? Was ist laut? Was ist leise? Was riechst du? Spüre die Position deiner Hände und Füße. Nimm deine Körperhaltung wahr. Fühle deinen Atem. Wie ist die Energie in deiner Umgebung? Und wie geht es dir jetzt, nachdem du all dies wahrgenommen hast? Bemerkst du, dass sich deine Befindlichkeit verändert hat? Bist du entspannter? Hast du etwas entdeckt, das dir vorher noch nicht aufgefallen war? Jetzt sei da. Genau, und das finde ich wieder interessant, weil wir hier den Hinweis haben auf diese Kindlichkeit, ne? Dieses Geborgenheit, dieses Unbeschwerte. Als du Kind warst, ne, dann hast du auch nur in diesem Jetzt-Moment gelebt. Du hast dir als Kind nicht Gedanken gemacht, oh Gott, wie soll das später mal alles werden, ja, oder in der Vergangenheit ist das und das passiert. Kinder, die leben immer im Hier und Jetzt. Und das finde ich so schön. Also, ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort und tue genau das Richtige. Das ist so die Botschaft da dran, ne? Ich werde mal nach der Legung die anderen noch hier vorstellen, aber das war jetzt irgendwie wichtig, das sollte jetzt an der Stelle raus, dass du mehr in diese Präsenz reinkommst und wahrnimmst, was hier, was deine Stimme, deine innere Stimme dir hier auch mitzuteilen hat, ja? Jo, also starke intuitive Kräfte. Vielleicht ist auch die Zeit des Vollmondes für dich interessant. Das wäre der 27.12. Das ist ein Vollmond im Krebs. Und Krebs steht ja auch so für Rückzug, ne? Neuausrichtung. Die wird übrigens durch die Tarotkarte der Wagen dargestellt. Da geht es auch immer darum, einen Kurs zu bestimmen und den dann mit Ausdauer und Geduld anzugehen. Also die Tugenden, fleißig sein und solche Sachen. Ne? Das spielt da auch alles mit rein. Und mir zeigt ja auch hier auf den Mond geklärt, 6 der Schwerter, dass es hier leichter wird, dass hier mehr Klarheit reinkommt. Und vielleicht könntest du es auch mit Unsicherheiten zu tun haben, dass du unsicher bist, wie die Reise hier weitergeht. Du hast dich hier scheinbar auf den Weg gemacht zu neuen Ufern, hast neue Ziele anversiert, aber du bist vielleicht noch nicht ganz sicher, wie die ganze Geschichte für dich ausgeht oder wie das dann so wird. Mit den 5 der Schwertern kann es zum einen sein, dass sich tatsächlich hier nochmal Auseinandersetzungen oder Streitigkeiten anzeigt, aber ich denke nicht, denn wir haben ja hier die 6 der Schwerter, die eben aufzeigt, dass es hier leichter wird, dass du jetzt in ruhigere Gewässer kommst. Und insofern denke ich, dass hier ein Streit niedergelegt wird, dass man die Waffen ruhen lässt, dass man sieht, okay, das Ganze bringt hier nur was, wenn wir am gemeinsamen an einem Strang ziehen, dass wir uns beide auf das fokussieren, wenn es jetzt in einer Partnerschaft ist, was hier im Grunde wachsen soll, was soll sich mehren, was soll hier mehr werden. Und dazu kann es wichtig sein, dass man eben das auch anerkennt, dass man gewisse Dinge im Leben anerkennt, gemeinsame Ziele, gemeinsame Wünsche, gemeinsame Visionen, dass man sich gegenseitig die Wertschätzung auch gibt. Das kann hier eben Thema sein. Einmal deinen eigenen Bedürfnissen gegenüber, deinen Zielen, deiner Vision, deinen Wünschen, aber eben auch, dass es hier etwas gibt, was euch auch verbindet, ne? Und das könnte eben etwas sein, was aus der Vergangenheit jetzt hier wirkt, ne? Ja, also besinnen, in sich kehren, in sich gehen und dann eben hier gucken, was soll hier entstehen, was soll hier wachsen, was soll hier Neues entstehen. Das kann nur entstehen, wenn man hier die Konflikte beiseite schiebt, wenn man die im Grunde in den Frieden bringt, ne?
und auch ganz konkret kommuniziert, dass man hier nicht an Auseinandersetzungen interessiert ist. Okay, dann schauen wir uns mal weiter die Karte Freiheit, die Kala an. Die andere würde ich jetzt nicht vorlesen, weil die sehr ähnlich ist von der Botschaft her wie das, was wir eben schon hatten. Da verpasst er jetzt nichts. Kala, 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 wo ist er? Da, die 18. Ja. Alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du auch verwirklichen. Du hast unbegrenzte Kraft in dir und die Möglichkeit, alles zu verändern, wenn du es wirklich und ganz tief willst. Du kannst im Geiste damit anfangen. Beobachte deine negativen Gedanken. Frage dich, was du stattdessen denken möchtest und ändere sie. Es ist ganz einfach und braucht nur ein bisschen Übung. Gestatte dir die Freiheit und die Weite des Himmels in deinem Leben. Nichts kann dich aufhalten, wenn du dir eine Vision erlaubst. Das ist das, was ich hier sehe mit den vier der Schwertern, ja. Diese Visionskraft, die sich mit seiner eigenen Vision auch verbinden. Nichts kann dich aufhalten, wenn du dir eine Vision erlaubst. Sie hältst deine Energie auf das alldurchdringende Bewusstsein ausrichtest und daran glaubst, dass es möglich ist, die Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Ja. Bist du Opfer oder Schöpfer deiner Lebensumstände? Übernimmst du die volle Verantwortung für dein Leben oder gibst du sie ab und hältst dich selbst gefangen? Glaubst du an dich? Glaubst du an dein höheres Selbst? Alles ist mit allem verbunden. Alles ist Energie. Ne? Genau. Nichts ist, also wir sind alle auch, wir Menschen sind auch alle über ein Energiefeld miteinander verbunden, ne? Und alles, was du gedanklich raussendest gegenüber einem Menschen, das kommt auch irgendwo als Energie an, ne? Also du nimmst Einfluss auf dein Umfeld und dein Umfeld nimmt Einfluss auf dich. Du kannst dich innerlich anderen und höheren Perspektiven öffnen und diese in das Feld einfließen lassen. Welche Einflüsse tun dir gut? Welche verhindern das, was du dir wünschst? Was musst du korrigieren und verändern, damit du deiner Vorstellung vom Leben, deinen Wünschen und Zielen näher kommst? Werde dir klar darüber, was du willst. Kläre dein Feld. Ja, deswegen haben wir so viel Schwertenergie, ne? Ja, ich sage ja, mit dem Mond bist du so ein bisschen in diesem Nebulösen, aber du bewegst dich da jetzt raus, weil du erkennst, dass du die Konflikte hier jetzt hinter dir lassen musst. Sonst kommst du hier nicht in deine Kraft wieder. Also 7 der Münzen ist auch wieder dieses langsam zu Kräften kommen, ist langsames Wachstum. Ja, eine Pflanze, die wächst auch nicht von heute auf morgen zu einem Baum. Die braucht halt auch lange. Das ist ein Prozess. Da muss man eben geduldig sein. Vielleicht bist du auch sehr ungeduldig mit dir. Das könnte auch sein. Betrachte die Situation, in der du dich befindest, aus verschiedenen Perspektiven. Schreibe die Situation so auf, wie du sie gerade erlebst. Schreibe sie dann aus der Perspektive deines Schutzengels auf. Und schreibe sie danach aus der Perspektive eines Clowns auf. Ach, das ist ja süß. Schaue dir die Situation zuletzt aus der Ebene deines hohen Selbst an. Und schreibe auch diese Perspektive auf. Freiheit beginnt im Geist. Schaue mehrmals am Tag in den weiten Himmel. Ich bin klar und frei, 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 ewig frei. Genau, du bist frei zu denken und zu glauben, was du möchtest, ne? Das muss dir immer bewusst werden. Okay, ich würde jetzt in die weiterführende Legung gehen, wenn du das Gefühl hast, du hast es hier mit einer Person zu tun, die dich hier herausfordert, ja, oder allgemein einer Situation, die dich herausfordert. Vielleicht hast du das Gefühl, nicht die Wertschätzung zu bekommen, nicht gesehen, nicht wahrgenommen zu werden und hier sind vielleicht Verletzungen entstanden. Das werden wir jetzt klären. Ich gehe jetzt mit den Lightseers-Tarot von der Chris Anne nochmal in die Klärung und auch mit den Lennemore-Karten gehen wir nochmal ein bisschen tiefer und gucken uns an, ja, ob sich da vielleicht diverse spezielle Themen zeigen. Und zum Schluss gibt es noch ein Krafttier für mich, was dich jetzt im Dezember begleitet. Ja, ich hoffe, dass dir die Legung weitergeholfen hat und wir sehen uns dann jetzt im Extended wieder. Link findest du am Ende des Videos oder unterhalb des Videos in der Infobox. Ich habe dir auch einen Link für Instagram am Ende des Videos reingesetzt. Ich würde mich freuen, wenn du mir da folgst, dann verpasst du auch keine Informationen rund um mein Lomi-Studio. Ich biete ja auch noch andere Sachen an. Und ansonsten danke ich dir vielmals für dein Like, für dein Abo und für jede Art der Wertschätzung. Ja, dann mach's gut und bis zum nächsten Mal. Frohe Weihnachten, falls wir uns nicht mehr hören. Ich hätte es beinahe noch vergessen. Und eine schöne Adventszeit und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann, bye bye.